Hallo aus Deutschland. Ihr habt mich gefragt, ob ich so eine Art Zurück-in-Deutschland-Video machen könnte. Ich dachte mir nur so, wieso eigentlich nicht? Aber irgendwie wusste ich nicht so richtig, worüber ich erzählen sollte. Ich bin jetzt ungefähr 2 Wochen wieder in Deutschland, aber ich habe hier noch nicht so richtig wieder einen Alltag. Ich bin mal ein paar Tage hier, mal ein paar Tage dort und ich kam noch nicht so richtig dazu, Japan zu vermissen. Deswegen kann ich euch immer noch nicht so richtig erzählen, was ich jetzt aus Japan vermisse. Dann habe ich gedacht, ich erzähle euch einfach, wie sich dieses ganze Zurückkommen so anfühlt. Aber irgendwie habe ich selbst nur ein paar Gedanken und sehr viele Gefühle dazu, die ich noch nicht so richtig für mich selbst geordnet habe. Und wenn ich einmal anfange, dieses Thema emotional aufzurollen, dann wird das Video entweder sehr, sehr lang oder endet überhaupt nicht, weil ich mich selbst irgendwie nur im Kreis drehe dabei und ja, das bringt dann auch niemandem was. Also habe ich gedacht, rede ich über ein paar lustige und seltsame Situationen, die jetzt so die letzten paar Tage passiert sind, über ein paar Angewohnheiten, die ich so mitgebracht habe und ja, wir schauen einfach mal, wo das Video so hinführt. Die erste Situation hatte ich eigentlich schon im Flughafen noch in Japan und zwar hat mich die Flughafenmitarbeiterin gefragt, Kaite konai? Hi, Nihonga kaite konai. Und bäh, machte sie ein Loch in meine Aufenthaltskarte, was bedeutete, dass ich ab diesem Zeitpunkt kein Visum mehr hatte. Kaide, das Verb, was sie benutzte in ihrer Frage, bedeutet einerseits zurückkommen, andererseits aber auch nach Hause kommen. Und zu sagen, dass man nicht nach Japan zurück nach Hause kommt, war in dem Moment irgendwie komisch für mich und ließ mich realisieren, wow, du gehst jetzt wirklich nach Deutschland zurück und dann bist du in Deutschland und nicht mehr in Japan. Das eigentliche Zurückkommen war für mich gar nicht so schwer. Deutschland fühlte sich irgendwie seltsam vertraut und normal an und auch Japan fühlte sich nach diesem einem Jahr für mich seltsam vertraut und normal an. Weswegen sich zwar die Umgebung, in der ich mich befand, komplett verändert hatte, aber das Gefühl, die Art und Weise, wie sich die Umgebung anfühlte, irgendwie ziemlich ähnlich war. Und deswegen war es für mich auch am Anfang gar nicht so komisch, die ganze Zeit Deutsch zu hören oder auch deutsche Sachen zu lesen und alles verstehen zu können. Jedoch gab es dann eine Situation, die mich realisieren ließ, dass die Leute nicht nur Deutsch redeten, weil sie Deutsch sind, sondern weil wir in Deutschland sind. Und zwar war das im Drogeriemarkt, als ich an der Kasse anstand und die Kassiererin den Betrag auf Deutsch sagte. Und in diesem Moment macht es bei mir so puh. Na klar, du bist in Deutschland. Der Betrag wird auf Deutsch und in Euro angesagt. Lustigerweise ist es nämlich immer noch so, dass ich von Euro alles erstmal in Yen umrechne, um dann zu entscheiden, ob es günstig oder billig ist. Eine weitere Situation hatte ich dann, als ich für mein letztes Video den Namen eines Ortes nochmal genau nachschauen wollte und dann zu Google Maps ging und erstmal aus Deutschland rauszoomen musste, um dann wieder nach Japan reinzuzoomen, um dann zu merken, dass ein Teil von mir irgendwie eigentlich immer noch am anderen Ende der Welt ist. Das war ein sehr seltsamer Moment, das so zu realisieren, wie weit weg man dann doch eigentlich wirklich war. Die nächste Situation, in der ich gemerkt habe, ach, ich bin wirklich in Deutschland, war, als ich das erste Mal Zug gefahren bin und der Zug 5 Minuten Verspätung hatte und es weder eine Ansage noch eine Anzeige gab, die einem irgendwie informiert hat. Da dachte ich mir so, ach, Deutsche Bahn. In Japan ist es so, dass Züge zu 99% immer pünktlich sind. Und wenn ein Zug doch zu spät sein sollte, ist es so, dass an manchen Bahnstationen sogar schon ab einer Minute angezeigt wird, entschuldigen Sie, dieser Zug wird sich um eine Minute verspäten. Und das ist hier in Deutschland leider nicht so. Und jetzt kommen wir zu ein paar Angewohnheiten, die ich so aus Japan mitgebracht habe. Und als erstes gibt es da eine Sache, die ich selbst gar nicht so realisiert habe, worauf mich aber viele Leute angesprochen haben. Und zwar ist das eine Art ständiges Nicken und Bejahen bzw. Feedback geben, dass man dem anderen, der gerade redet, eigentlich zuhört. Das sieht dann in Deutschland auf Deutsch ungefähr so aus. Okay, ja. Okay, ja. Mhm. Und das ist etwas, was in Japan sehr normal ist und was ich mir über das Jahr angeeignet habe, hier in Deutschland aber meistens eher so ein bisschen seltsam kommt. Wie gesagt, habe ich das am Anfang auch überhaupt nicht selbst mitbekommen, sondern musste mir das erst von ein paar Leuten sagen lassen, bis ich gemerkt habe, dass das wahrscheinlich doch eher eine größere Sache ist. Die nächste Sache ist eine typisch japanische Reaktion. Ich kann es nicht wirklich beschreiben, ich weiß auch nicht, ob ihr etwas damit anfangen könnt, aber es ist das typische Das ist eine Reaktion, die so ein bisschen Verwunderung, Erstaunen, Überraschung ausdrückt und in Japan sehr normal ist, sehr oft gemacht wird, aber hier in Deutschland irgendwie nicht so Anklang findet.
Das nächste bringt, glaube ich, fast jeder aus Japan mit, egal wie lang oder kurz er da ist. Und zwar ist das das leichte Verbeugen und Danke sagen. Und zwar ist es echt so, dass ich mich sehr oft dabei ertappe, dass wenn ich mich bedanke oder auch wenn ich jemanden begrüße, mich leicht verbeuge, einfach weil das in Japan ganz normal ist. Das fing in Japan schon nach ein paar Wochen an, dass man sich das aneignet und dann hat man das ein ganzes Jahr lang gemacht und das dann einfach so von mir nicht sehen, nichts wieder aufzuhören, ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Und dann sind wir eigentlich auch schon beim letzten Thema angelangt, über das ich heute reden wollte, und zwar ist das die Freundlichkeit. Wie ihr wahrscheinlich wisst, ist Japan ein extrem höfliches und freundliches Land, was man von Deutschland nicht so behaupten kann. Viele, die nach Deutschland zurückgekommen sind, gerade aus Japan, sagen immer, dass man sich darauf einstellen soll, dass diese Freundlichkeit, die man gewohnt ist, einfach nicht mehr existent ist. Und das habe ich getan. Ich habe mich sehr darauf eingestellt, dass diese Freundlichkeit, wie ich sie kannte, nicht existiert. Und lustigerweise hat mich Deutschland dann genau deswegen überrascht. Jedes Bitte und Danke und einen schönen Tag noch, was ich hörte, egal ob in einem normalen Gespräch von einer Verkäuferin oder einem Fremden, dem ich die Tür aufhielt, es hat mich überrascht. Natürlich ist die japanische Freundlichkeit nochmal auf einem ganz anderen Level. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber ich glaube, wir Deutschen sind doch einfach ein bisschen zu kritisch mit uns, denn wir sind freundlicher, als wir vielleicht denken. Ich glaube, dass gerade wenn man selbst freundlich ist, man auch öfters Freundlichkeit zurückbekommt. Natürlich gibt es Leute, die trotzdem jeden Tag einen schlechten Tag haben oder immer unfreundlich sind. Aber ich habe mir vorgenommen, diese Freundlichkeit, die ich aus Japan mitgebracht habe, beizubehalten und sie zu versuchen, auch hier in Deutschland zu verbreiten. Denn eine positive Einstellung ist meiner Meinung nach immer gut. Und mit diesen Schlussworten beende ich jetzt erstmal das Video, bevor ihr noch mehr von meinen wenigen Gedanken und tausend Gefühlen aufkommen, die das Video dann nur unnötig verlängern. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.